Ein Hack, 15 Level von 15 verschiedenen Creatoren. Wenn das nicht nach Abwechslung klingt, wir schauen uns heute den Roger Gang Hack an. Bei Kai, so geht das. Da sind wir, eine neue Folge Kai, so geht das. Ja. Hallöchen Densen. Moini. Da sind wir wieder. Und ihr seid auch wieder da. Wir haben wieder einen schönen Hack mitgebracht. Ja. Beziehungsweise den hat Densen mal wieder rausgesucht. Ja, das ist einfach ein Ding, das gerade sehr beliebt ist. Ganz frisch aus der Content-Presse, sag ich mal. Roger Gang, das Besondere, du hast es gerade schon so schön gesagt, 15 Leute haben daran gebastelt. Und deshalb sind es auch einfach 15 super unterschiedliche Level. Und ja, war sehr beliebt jetzt von den letzten Tagen, haben viele gespielt und ich fand ihn auch toll. Und daher lohnt es sich, den zu zeigen. Nice, schön viel Abwechslung. Wir hatten das ja, der letzte Kollaborationshack, den wir auch hatten, war ja Team Shell. Genau, so ist es, ja. Der hat ja auch sehr viel Varianz gehabt. Voll, volle Kanne. Haben wir jetzt auch so verschiedene Schwierigkeitsgrade oder ist es dann doch eher ein Level? Nee, schon unterschiedlich. Also am Anfang habe ich noch gedacht, oh, das ist doch sehr simpel, sag ich mal. Okay. Aber es ändert sich schon noch, wenn es weitergeht. Also so auf den späteren Leveln geht's wird schon noch schwieriger. Und ja, Schöne ist, es gibt Volume 1 ist das jetzt. Mhm. Und am Ende gibt es zumindest auch einen Teaser auf Volume 2. Und ich fände, sowas ist toll, wenn es das häufiger gibt, wenn viele Leute an einem Hack basteln. Ich finde, das ist einfach immer gut. Ja, ich glaube, das ist auch so ganz cool für diese Arbeitsteilung daran, ne? Weil ich glaube, manche Leute haben auch vielleicht einfach nur die Idee für ein cooles Level und dann, aber für ein Level lädst du dir keinen Hack runter. So kann man dann auch ein bisschen was anderes mal. So ist es. Und wie auch immer man dann die Level von den Leuten in ein Hack zusammenpackt, verstehe ich jetzt nicht technisch. Ich glaube, das ist auch noch nicht zu unterschätzen, überhaupt nicht, das dann zusammen in ein Hack zu bauen. Aber ja, offensichtlich geht's irgendwie. Offensichtlich geht's. Mit den richtigen Absprachen vielleicht am Anfang und dann klappt's. Ja, dann würde ich sagen, starte einfach mal rein. Starten wir mal rein. Wir können uns ja irgendwie gut abwechseln. Und was man auch schnell sehen wird, ach, werden wir sehen. Was wir schnell sehen werden, was wir schnell sehen werden, werden wir sehen. Schnell noch die Maus raus, die haben wir nicht gesehen. Gut, wir haben das Gang Headquarters. Genau. Credits. Die Overworld ultra cool und detailliert. Die nimmt immer Referenz zu den Leveln, also super geile Overworld. Ah, aber auch da war wieder nur ein Mensch für die Overworld zuständig. Ne? Deswegen sieht die natürlich auch nochmal geiler aus, als wenn das Overworld-Design nur eines von 100 Aufgaben ist, die du hast. Aber so ist es schon cool. This game features an open overworld. Flex mark levels you have passed. Press select on the overworld to save. Das ist ein Tippfehler, das geht ja gar nicht. Oh ja, Prez. Prez. Oh Gott, Prez. The creator names are also their Twitch usernames. Check them out sometime. Have fun. Yes. Guck mal, schnell in der Röhre vorbei. Ach, da geht's schon zu den Credits. Ach so, das sind die Credits. Weil, kann ich so jetzt zurück? Start select. Weil es ja offen ist, die Overworld. Ja, deswegen. Klar. Macht Sinn. Kannst du. Okay, Sunset Glow. Bei Genbu? Ja, würde ich sagen. Würde ich jetzt sagen, ist das Einfachste, wenn man das so sagen kann. Die sind schon sehr unterschiedlich. Ja. Bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Erstmal reinkommen. Ja, sieht natürlich sehr special aus. Jetzt kann man sagen, der Hintergrund ist, naja. Ja, das ist ein bisschen. Aber ist eine künstlerische Freiheit. Minimalistisch. Ja, finde ich auch. Aber ich meine, das Sonnenuntergangsfeeling kommt schon rüber. Also. Ja. Und das Schöne ist einfach, wenn dir irgendwie mal ein Level nicht gefällt, kannst du halt auch easy das Level wechseln, weil du hast ja eine offene Overworld. Stimmt. Und du kannst dir sicher sein, ein anderes Level wird auch ganz anders sein, weil es ist einfach ein anderer Mensch, der es gemacht hat. Das mag ich einfach super gerne. Und es gab hier durchaus auch, ich glaube, zwei Level, die mir jetzt nicht persönlich gefallen haben. Und der Rest war Hammer. Aber du hast ja alle, so wie ich dich kenne, hast du doch bestimmt alle durchgespielt. Ja, na klar, du nicht mochtest. 100%. Das muss sein. Ja, oh, sehr gut. Ah, das war sehr viel Angst. Ja, man weiß ja nie. Du. Oh. Okay. Also diese fallenden Wiggler. Ja. Wiggler Ladder heißt der. Ja, ja, genau. Da raufzukommen. Aber es geht irgendwie immer. Jetzt hast du sogar zweimal getroffen. Jetzt kommt. Ja, das. Sehr gut. Gott. Ja, habe ich auch gedacht. Wow! Wow, und du, pass auf, wie ist das jetzt alles passiert, Matthias? Du erstmal, dass du diesen Stein im First Ride triffst. Ich glaube, ich habe 6 Mal oder so musste ich werfen. Ja, so, und dann wurde ich da so hart getrollt von dem Feuer und dann auch von dem kleinen Feuer. Ich bin also sehr getrollt worden. Weil das kleine Feuer bleibt hinter diesem Baum. Das bleibt ja stehen, ja. Ja, du bist ja jetzt sehr elegant gedacht.
Ja, guck mal hier. Ja gut, wenn es so weitergeht, geht's easy durch. So nicht. Nee. Ach, guck mal, deswegen. Ah, okay. Okay. Tja, Janky Hack. Habe ich auch ein paar Mal gesagt. Aber das Schöne auch, vielleicht der ein oder andere Anfänger, ich glaube, den kann man ruhig mal reintun. Ich meine, man kann die Level ausprobieren und das ein oder andere Level ist wirklich auch nicht so super hart. Das ist halt echt der Vorteil, wenn du so ein bisschen Open World hast. Dann kannst du wirklich gucken, was dir so liegt und einfach ein bisschen ausprobieren. Ach komm. Man muss schon so ein bisschen regrappen. Wo ist noch mal der Song her? Gute Frage. Ich kenne ihn aber auch. Irgendwie wässrig. Ja. Donkey Kong Country? Nee, da kenne ich die Wassersongs eigentlich. Also, obwohl. Ah, geht schon in die Richtung, bestimmt schon. Ja, vielleicht. Es gibt ja, ich weiß ja nicht. Einer der drei Teile könnte es sein. Falls ihr euch den Hack runterladet, ist es auf jeden Fall eine Musikliste dabei. Ja. Das finde ich auch sehr stark. Da gibt es aber mittlerweile ein Tool. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Da kannst du einen Hack reinladen und dann kriegst du alle Songs ausgespuckt. Hm. Allerdings nicht in der richtigen Reihenfolge. Das ist ein bisschen... Ah, okay. Ja. Und auch wirklich alle Songs, die der Creator in den Hack eingebaut hat, auch wenn er sie gar nicht benutzt hat. Aber wenn sie implementiert sind, dann tauchen die auch in dieser Liste auf. Wenn man sie dann noch direkt aus diesem Tool anhören könnte. Ja, das ist Next Level. Und wenn du dann noch einen Spotify-Link kriegst. So. So nämlich. Dann bin ich interessiert. Ja. Da kommen wir aber auch noch. Okay, der will nicht so richtig. Übernimm die Power von deinem ersten Part. Der war nämlich sehr stark. Der war stark, ja. Ich bin selbst und überrascht von mir, wie gut das ging. Aber da dieser... Ich fand den Hack schon sehr trollig. Ich meine, das hat man jetzt gar nicht gesehen, weil du einfach elegant gedodged bist, komplett. Ja, das geht jetzt auch nicht. Ja. Knapp. Aber dieser Regrap da, der ist echt fies. Dadurch, dass die Pflanze ja auch in Bewegung ist, weißt du nie so genau, wann du jetzt triffst. Mach das Zeitfenster noch ein bisschen knapper. Aber wäre zu gut. Das knalligen Äpfel in der Decke da, in der Baumkrone. Die Diskussion hatten wir schon, ob das Äpfel sind, ne? Ach ja, stimmt. Oder die Yoshi-Früchte. Umpa-Lumpa-Frucht. So soll das doch aussehen. Dann kommt man hier rüber und darüber und dann macht man den 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 und dann macht man den. Und diesen Move mag ich ja gar nicht. Ne? Aber das ist nicht mehr so weit, glaube ich. Ja, es klingt schon sehr nach Wasser. Ja. Und ich meine auch zu wissen, dass es Donkey Kong ist jetzt. Na gut. Aber safe bin ich nicht. Sicher bin ich nicht. Ich bin ja auch kein Donkey Kong-Fan, muss ich sagen. Gar nicht? Nee, Donkey Kong Country. Welche hast du denn gespielt? Alle. Alle? Auch Tropical Freeze? Ja. Und der wird doch so gefeiert. Also der ist bei mir so weit oben auf der Liste. Donkey Kong Country mag ich nicht so. Tropical Freeze schon. Okay. Aber diese drei klassischen SNES-Spiele finde ich jetzt nicht so überragend. Okay. Ich fand das erste mal ein bisschen overhyped. Ja. Den zweiten habe ich noch nicht gespielt und den dritten mochte ich sehr gerne. Ja. Den habe ich aber ein bisschen mit Nostalgiebrille, weil es der einzige ist, den ich wirklich damals gespielt habe. Ja, das macht meistens ordentlich was aus. Ach, aber ja, das ist ja schon ein gutes Spiel. Ist ja klar, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Die Donkey Kong Country-Reihe ist stark. Aber ich mochte die Wasserlevel da tatsächlich. Da schwimmt sich sehr komfortabel bei Donkey Kong. Auch in Tropical Freeze. Sehr angenehm, wenn man da schwimmt. Und wenn man dann noch den Schwertfisch hat? Ja, dann ist es einfach nur Spaß. En garde. Auch noch besten Name für einen Schwertfisch. Oh. Oh. Was war das für ein Troll? Got it. Ja, du hast es gut gemacht. Du bist auf den Wand schon rüber gesprungen. Ich weiß auch nicht. Stark. Danke. Guck. Das war doch jetzt gar nicht so schlecht. Also, nee, muss man sagen. Es lief doch ganz gut. Bin ich doch Let's go. Guck mal, das ist eine schöne kleine Flagge. Gespeichert ist auch sehr schön. Das ist schön. Die Flagge ist jetzt verdeckt von der Wolke gerade. Ja. Heißt, du hast das Level geschafft. Irgendwie nett. Oben steht auch immer der Creator. Nice.
Ja, und es gibt eine Hauptroute, aber du hast meistens noch so eine Abzweigung zu einem zusätzlichen Level. So, und dann kannst du da noch lang, aber es gibt einen Hauptweg. Der Paracooper ist auch gut. Ja, mega cool. Nice, gut, dann schauen wir doch nochmal schnell in Toxic Cave rein. Ja, würde ich sagen. Schau ich an. Ich bin gerade so im Flow. Ja. Ach, das wäre so schön gewesen, wenn der direkt funktioniert hätte. Ich habe wieder beides losgelassen. Na, okay. Diese giftigen Spinies sehen gut aus. Wirklich. Schönes Giftgrün, aber jetzt auch nicht übertrieben. Oh, falscher Knopf. Falscher Knopf losgelassen. Ja, ist wirklich coole Farbpalette. Ja, ne? Ja. Wow. Das geht natürlich auch. Schnell einfach wieder auf die 1F0 werfen und dann ab dafür. Traum. Oh, da reicht so nah dran. So. Ja, Shell lastig. Bei der Farbe kein Wunder, ne? Ja, das stimmt. Sehr gut. Ah, okay. Früher okay. Aber sonst? Okay, 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 okay. Knapp. Ja, aber Schwierigkeitsgrad ist angenehm, oder? Ja, auf jeden Fall. Finde ich also, auch. Fand ich auch. Kommt schon. Also ist schon fordernd. Ist jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch sagen würde Einsteiger-Hack-Schwierigkeit. Ist wahrscheinlich schon so ein. Ja. Schwierig. Ja. Schwierig, das Level festzulegen. Also ich spiele ja gerade noch. Ich sitze immer noch an Akogare. Ja. Selbst. Der ist auf jeden Fall schwieriger. Aber bei Akogare sage ich auch immer, das ist so der erste nicht mehr Einsteiger-Hack, den ich wirklich spiele. Knapp. Aber ja, dadurch, dass man die Level auswählen kann, ist es natürlich wesentlich einfacher. Ja, sicher, das ist cool. Weil vielleicht liegt einem ja auch eine ganz bestimmte Mechanik nicht und dann gibt es ein Cape-Level und dann kommst du damit nicht klar und du kannst einfach das dann ignorieren. Weißt du, wie die sich getroffen haben, kennengelernt haben? Das weiß ich auch nicht. Das ist eine gute Frage. Also, ich habe es auch im Stream gespielt. Der ein oder andere Creator kam dann auch dazu. Da hätte ich eigentlich mal fragen können, was mit dieser Gang auf sich hat. Ja. Weiß ich leider nicht. Mir ist es wirklich ein Rätsel, wie man diese Levels in einen Hack dann bringt zusammen. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, wie das funktioniert. Oder ob die sich wirklich eine Datei geteilt haben und koordiniert dran gearbeitet haben. Und nicht gleichzeitig alle. Das können wir sicherlich mal rauskriegen, weil ich kenne da einen gewissen. Da ist gerade was in Arbeit, von dem ich weiß. Ja, das weiß ich auch. Die machen ja auch was zusammen. Ja. Einen gewissen Hack, den werden wir hier bestimmt behandeln und dann kann man solche Fragen sicherlich mal stellen. Ah, wie das genau abgelaufen ist. Ja, ist schon spannend. Weil für mich, also ich würde sagen, das ist, geht gar nicht. Aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Irgendwie scheint es zu funktionieren, ja. Da kommt den. Ach. Ist er noch weit? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube nicht. Das ist auch so für mich von der Länge her bis dahin genau. Und dann müsste da jetzt so langsam der Checkpoint kommen. Es ist Marie. Ah. Der ist zu gemütlich. Ah, hättest du so geschafft. Ja, manchmal denkt man wieder so, ah, schaffe ich bestimmt so, dann schaffe ich es nicht. Dann gehst du wieder und dann hast du wieder zu viel gemacht. Das ist, wie du es machst, ne? So geht's auch in einem Hüpfer. Die Swag Straight. Klar, wenn dann auch mit Swag Skills hier.
Aber ich bin schon froh, wie viele Shelljumps ich jetzt in Folge getroffen habe. Ach komm. Das war auch wirklich... Ja, du wurdest irgendwie runtergezogen. Irgendwie schon, ne? Ja klar, wenn ich sage, wie viele Shelljumps ich in Folge schaffe und schon klappt der nächste nicht mehr. Ah ja, klar. Aha. Schneller sein, einfach. Ja, direkt los. Ja, ja, ich habe da so mal so halb positioniert gezögert. Okay. Der war gar nichts. Falsche Richtung. Ich wollte dem Spiny auch mal so überraschen. Ja, klar. Dem mal was Gutes zurückgeben, einfach. Eine Shell. Ich dachte, die kennen sich vielleicht. Ach. Was finde ich, ist wieder ein schönes Beispiel. Die braucht man gar nicht, ja? Meinst du? Also, soweit ich gerade gekommen bin und das war nicht von der äußersten Kante abgesprungen. So wirkt es zumindest gerade. LOL, der, ja, LOL. Dann kannst du auch da die Shell kicken. Kann ich die Shell kicken. Wobei die, glaube ich, noch schwieriger zu treffen ist als das Spiny. Ich finde, das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man Vanilla-Grafiken nimmt und man macht nichts außer die Farben ändern. Ja. Und es sieht so viel cooler, will ich jetzt nicht sagen, so speziell aus. Es sind einfach nur andere Farben. So, dankeschön. Hätte ich ruhig einen Normal Jump nehmen können. Na gut. Dann gibt es noch einen Butt Slide und dann ist, glaube ich. So. Hier ist es jetzt. Es war eine Nanomillisekunde. Wirklich? Ich hab's gehört und ich hab's auch gesehen. Ich hab nur auf die Buttons geguckt unten. Es wäre so schön gewesen, mit Ansage. Was wir ganz selten sagen. Also, ganz selten sagen wir, das ist auch... Trick ist einfach in jedem Schrei zu sagen, das ist es jetzt. Das ist halt der Trick. Klonk, klonk. Klonk, klonk. Klonk. Checkpoint, sehr schön. Da ist er. Okay, da brauche ich glaube ich nicht springen. Das Teil noch schnell drin. So nicht. Ich dachte, Rettlauf. Ist es halt nicht drin. Ich bin mal gespannt, ob es schnell drin ist. Ja. Okay. Nicht gut? Ja, doch. Es geht halt auch ganz anders. Ich hab's ganz anders gemacht. Oh, schade. Jetzt bin ich da raus. Jetzt bin ich noch am Überlegen, was ich gleich mit der Sprungfeder machen muss und hab hier das Timing verloren. Sprungfeder und Shell und dann... Ja, gut. Ja, das war gar nichts. Ja, ich bin zum Beispiel, also es ist ja genauso richtig, wie du es machst. Ich bin sehr weit mit der Shell in der Hand an das Gift gefahren und dann einfach gesprungen und in der Luft geworfen. Ja, so quasi. Ah, okay. Aber ja, okay. Es gibt ja kein richtig oder falsch da. Ja, so geht's auch. Es ist wahrscheinlich auch leichter. Warte. Ja, sind wir. Ah, okay, dann rüber, ja. Dann. Okay. Ich versuch's noch ein, zwei Mal. Das war ja kein Versuch. Nein. Das war auch nichts. Oh.
ja klar. So, ein Versuch noch. Da lacht er. Jetzt bin ich gespannt. Ende, ne, oder? Sag du es mal. Ah, wow, du hast jetzt bei einem, du hast es wirklich so gemacht? Ja, 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 ich wusste ja auch mal dich überraschen. Ja. Naja. Ah, weiß nicht, wie gesagt, ob es jetzt, das ist nicht der einfachere Weg, aber. Ups, wow. Da ist mir so den Schwung da. Hm. Wow. Ah, Progress. Ja. Deins erinnert ein bisschen mehr an Shell Jump als bei mir. Ja, das stimmt. Movement. Ah, okay. Okay. Ich dachte gerade, auch bis dahin, was soll noch, das kriege ich alles hin. Ja. Da kam die Disco Shell. Disco Shell ist auch da ätzend, finde ich. Sie ist ein bisschen spät im Level. Echt Zeit lassen, Gott sei Dank. Ja, ich glaube. Ach, das, ja, ist das aber so ein ätzendes Drauflanden. Ah. Als ob es der letzte Hüpfer war. Ich dachte noch, komm schon, lässt es los oder nicht. Ja, Disco Shell. Schon schwierig. Ja, das ist schon. Ich überlege gerade, ob ich das erste Level oder dieses Level jetzt schwieriger finde. Ich glaube, das ist schon schwer. Schon, oder? Ja. Na, es hat schon einen Shelljump und so weiter, insofern ja, ist schon. Was das jetzt hier sein muss, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ja, ist auch so ein bisschen warten, ne? Das hat keine große Herausforderung, ist einfach nur hochhüpfen, aber. Ah, das ist dumm. Da kann ich halt einfach auch. Ja. Sehr gut. Soll ich mal bleiben? Beim ja, mach mal, zeig's mal auf dem Loch Level. Ja, der Secret Exit? 15. Secret Exit? Achso, nee, ich glaube gar nicht. Nee. Nee, ich meine tatsächlich nicht. Hopping High Jinx. Von Brucky. Let's go. Oh, diese das war aber so cool. Kennst du diese Ninjis? Die springen, wenn du springst. Ah, das finde ich ist so cool. Okay, nice. Ja, das war. Ich mag auch den Rainbow Flyer. Ja, okay, da hinten. Wunderschön. Oh, hier. Schwimmring. Ja, gut, ne? Super gut. Ich wäre fast leid, drauf zu hüpfen. Guck dir die an. Die sind ja fantastisch. Oh, ich dachte, da kommt noch einer. Ja, finde ich. Alle mit ihren sehr eigenen, cooles Sprite. Eigenen Headbands. Ja. Super cool. Dieser Fletcher-Binji. Da muss man die Zeit abwarten. Und P-Switch. Der war schwer, weil du weißt nicht, wie weit der springt. Ach, ich kann testen. P-Switch? Hast du P-Switch aktiviert? Nee, aber den Sound hat man gehört. Das ist einfach so. Okay, weird. Nice. Na, ah, die hüpfen jetzt wieder selber. Ja. Die Trainings-Ninjis hier. Und da nochmal. Ja, muss dann sofort durch. Ja. Da fand ich die Münze ein bisschen verwirrend. Ja, das stimmt schon. Die waren sehr da oben. Also, was? Ich bin nicht eine Sekunde da oben im besten Fall. Vielleicht ist es auch ganz anders gedacht, aber. Na doch, ich bin kurz da. Ja, doch, klar, logisch. Ja, gut. Das finde ich einfach mega gut. Ja. Sehr, sehr gutes Teil.
Or. Was? Nee, da war nix. Cool, ne? Oder? Toll. Also, das Level fand ich auch mega geil mit den Ninjis. Stark. Super gut Design. Turtles? Nee, grün gab's nicht. Die Ninja Turtles. Ja. Brüller. Super. Rainbow Connection. Was nice. Das? Ich würde aber sagen, die gucken wir uns nach einer kurzen Werbung an, oder? Aber auch. Na, da können wir auf jeden Fall noch so 2-3 Level uns gleich. Locker, ja. Sehr gut. Dann melden wir uns gleich wieder. Bis gleich. Kurze Pause. Dem besten Intro aller Zeiten melden wir uns zurück. Da sind wir wieder. Sehr gut. Mit dem ich. Roger Gang. Roger Gang. Ich war gerade wieder bei Rob Gang. Ja, ich weiß, ich bin schuld. Ja, Roger Gang. Bis jetzt ganz nett, ne? Und abwechslungsreich, ja, schön, einfach sehr cool. Ich weiß nicht, was machen die Ninjas da auf der Overworld? Trainieren die? Twerken die? Oder? Ja, Sit-Ups. Vielleicht doch, ja. Oder hier, ja. Kniebeugen meine ich. Aber auch die Flying Coopers, was die da machen. Ja, die haben. Der Kopf bleibt gleich, aber die ziehen ihren Körper immer wieder ein. Wir wissen es nicht. Rainbow Connection. Da müssen wir gleich nochmal den Creator-Namen. Ja. Den konnte ich nicht ganz. Wusste ich nicht, wie ich den vorlesen hätte sollen. Soll ich nochmal kurz zurück? Ja, kannst du mal. Sonst können wir uns auch danach anzocken. Aber. Wir gucken nochmal. Das ist. Ja. Hey, das kann man doch wohl lesen. Xitxachitl? Ja, den kennt man doch. Xitxachitl. Ja. Grüße gehen raus an der Grüße Stelle, gehen raus, ja. Der wird locker hier zugucken. Und hier nochmal, okay. Ist das Harvest Moon? Könnte sein. Klingt so, ne? Oder? Nein, oder? Mal schauen. Nee, doch. Stardew Valley? Ich gerade dachte, es wäre die Lon-Lon Farm Musik von Zelda, aber die geht anders weiter. Ach, diese Chuck-Rutschen, ne? Auf der 1F0-Linie mag ich total gerne. Aber solide, wie du da durchmarschierst, ne? Wiggler, wer braucht die? Aber die sind hier. Das sind keine Vanilla-Wiggler. Die sind. Oh, wow. Die Mannschaft fallen einfach runter. Das sind keine Vanilla-Wiggler, die laufen einfach immer straight in eine Richtung bis zum Ende. Das finde ich sehr angenehm. Und nicht irgendwie abhängig von meiner Position. Ah ja, ja. Fallende Wiggler sind echt spannend. Ja, hier habe ich nämlich gedacht, oh Gott. Aber der läuft immer nach rechts, egal wo ich bin. Ja, Gott sei Dank. Das ist auch sinnvoll. Ja. Darf man auch nicht unterschätzen. Ich finde alles, was an einem Fallschirm hängt, irgendwie auch immer ätzend. Ja, das ist immer irgendwie. Ja, das sieht so einfach aus. Ja. Sieht, ja, es fällt einfach nur runter. Das macht ja kaum einen Unterschied. Aber irgendwie. Schwierig, da das genau zu timen. Oh. Was? Das, ich hab's ja schon mal gespielt, aber das wusste ich nicht. Dass der Mannschaft nach oben geht. Okay, das war fair. Ein schöner Endlevel-Troll. Böse vor allem. Ich weiß nicht, war er abhängig von meinem Sprung? Ich glaube, der geht einfach nur. Also. Ich glaube, wenn du in die Nähe kommst, kommt er runter, wie halt die Stacheln nach oben unten fallen. Ja, ne? Ja, ja. Das war schlecht, ja. Die Farbpalette ist auch ganz cool. Ja, finde ich auch sehr schick. Na, da ist auch mit so wenigen Handgriffen da irgendwie Custom-Grafiken reingepackt, aber sieht sehr stimmig aus. Der Sound. Reite den Wiggler. Ja, ich glaube, der Zacki jetzt zittert vorher, das ist wie ein Stachel. Ich weiß nicht, was mit dem Frosch ist, also es wird irgendein Insider Butler sein. Warum ist er da? Ah, jetzt hätte ich noch gedacht, dass er. Oh, das ist ein Homing Spiny. Auf jeden Fall cool. Spannend. Schickes Level. Richtig cool. Ja.
Exit. Was haben wir denn hier? Xachitl. Riding the Rods bei Schau Schau. Oh ja, das war auch, glaube ich, ein bisschen härter. Oh ja, da waren echt fiese Kaizo-Blöcke. Okay, okay. Da waren wirklich ganz schlimme Kaizo-Blöcke. Da sehen wir ja direkt. Und das Timing hier war auch so... Assi. Ah, boah. So kenne ich aber auch. Wow. Oh, okay, das war nice. Nein, da musste man drauf, ja. Den Song kennt man. Ich glaube aber, das geht mir mittlerweile so. Dann denkst du so, ach, den Song, den habe ich doch tausendmal gehört. Klassiker, von welchem Spiel ist der? Den habe ich wahrscheinlich schon in 100 anderen Hacks gehört. Aber woher er eigentlich ist, weiß ich nicht. Es waren so viele unnötige Kaizo-Blöcke, habe ich mir beim ersten Mal spielen gedacht. So, es ist schwer genug, das muss nicht das sein. Also, ich bin mittlerweile echt gar kein Fan mehr davon. Ich finde die ganz gut, wenn die als Hindernis eingezeichnet sind. Dann mag ich die. Ja. Einfach um zu sagen, pass auf, der Sprung ist, den sollst du so und so machen, dann wird er noch ein bisschen schwerer. Ja. Aber so komplett unsichtbar. Hat ja auch letztendlich denselben Effekt. Ja, eben, voll. Aber ja, die gehören natürlich irgendwie dazu. Es sind halt so ein Klassik-Ding, ne? Ja, ich finde auch, also einen kann man ruhig drin haben, irgendwie im Hack und so ein klassischer End-of-Level-Troll-Kaizo-Block oder sowas. Da sage ich auch nichts gegen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß ja, dass guck mal, er da ist. Da rechts ist vor allen Dingen noch einer eingezeichnet. Also ich finde, wenn das Level wirklich sehr, sehr schwer ist und am Ende kommt einfach nur so ein Kaizo-Block, der dich sterben lässt, bin ich dann schon immer irgendwie sehr salzig. Da denke ich mir, okay, der einzige Effekt ist, dass ich das Level zweimal spielen muss. So, das, du kannst es nun mal nicht hell sehen, du weißt nicht, dass sie da sind. Ja. Und ja, muss es halt einfach zweimal schaffen. Boah. Nice. Oh, der ist auch böse, ja. Heidelein. Ich mag ja diese Sprünge, wenn du irgendwie auf eine fallende Plattform springst. Das mag ich total, wenn das passt. Wenn du von unten dann irgendwie so raufspringst und dann landest du da drauf, das find ich irgendwie sehr gut. Ja, auch cool. Grüße gehen raus an Schau Schau. Schönes Level. Aber hier wurde es dann schon ein bisschen schwerer. Das war schon, ja. Meinst du, ich schaffe noch einen? Ja. Von The Big Deutsch? Von The Big Deutsch, Haunted Path. Oh. Oha. Okay. Ja, hier hatte ich eine spezielle Meinung zur Optik. Also, ist ja Geschmackssache. Aber sie hat mich an sehr vielen Stellen einfach verwirrt. Und da habe ich gedacht, okay, das ist so custom. Okay, Spin. Aber gruselig, ne? Ja. Hast du Angst, Matthias? Voll. Die Musik vor allen Dingen. Ja, voll. Ich weiß nicht, wo sie her ist. Nightmare on Elm Street oder sowas. Hä? Ach so. Wir müssen schon, glaube ich, auf der Plattform nach oben werfen, um dann den Spin-Jump zu schaffen. Hui. Boah, jetzt geht's aber hier. Ja, jetzt wird's gruselig. Das ist jetzt hier nicht mehr Family Friendly. Haben wir schon Halloween hier, oder? Bitte? Ob wir schon Halloween haben. Na, so geht's. Ja, du musst ihn mitnehmen. Muss schon mitnehmen, ne? Halloween, so ganz lange ist auch nicht mehr, ne? Ja, stimmt schon. Nein, doch. Bisschen ist noch. Ach, der ist! Okay, ja, gut. Ich dachte, der wäre nur Background. Stellen. Oh Gott. Genau. Musst du gar nicht. Ach, das muss ich auch viel zu häufig gemacht. Ja, kannst einfach so dran springen. Aber ich muss schon dran springen. Ja, das schon. Du musst schon nicht die Schelte gegenwerfen. Genau. Und dann da wieder die Shell, Spin rüber. Und wir haben hier auch zum Glück wieder diesen Modus nach dem Sterben, dass der Screen freest und du alles sehen kannst und gucken kannst, was ist eigentlich zu tun. Das ist einfach so gut. Ich fand ein bisschen schade. Also hier steckt viel Mühe drin. Ich weiß nicht, ob der selber designt ist, der Hintergrund. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wenn,
dann hätte man diese nett aussehenden Koopas doch noch irgendwie böse gemacht. Die sehen einfach so, hä? Was machen die da? Hä? Ich hab doch losgelassen. In dieser Horrorwelt. Die laufen da, die sind glücklich. Gehen spazieren auf dem Totenkopf. Sehr gut. Okay, Progress. Aber schick aussehen tut's ja irgendwie, ne? Ja doch, es hat auch wieder seinen eigenen Charme. Man sieht schon viel Liebe fürs Detail. Ach komm. Hätte auch so nicht funktioniert, aber trotzdem. Die Musik ist ja echt. Wer wollte das wissen? Ja, das ist nichts für schwache Nerven. Dann gab es ein, zwei Level, das werden wir wahrscheinlich nicht sehen, die haben Schwierigkeitsgrad technisch schon sehr rausgestochen und waren okay. Plötzlich so, ich meine, uff, ja, was ist jetzt passiert? Bitte? Ja, stimmt, ja, das ist wohl wahr. Musst du ja nicht der Reihenfolge nachgehen. Kannst du gerne gleich mal ausprobieren. Ja gut. Spatzlight Speed. Abgefressen. Diese Vogelscheuche. Die lächelt aber übrigens auch, das schon. Okay. Ja, weiter mit dem Grab. Wie so ein 90er Blade Soundtrack oder so. Ja, stimmt. Ja, aber der Schwierigkeitsgrad zieht schon an. Aber ist natürlich, es gibt ja keine Reihenfolge. Das ist es, also. Kann man es nicht sagen. Aber in der Regel würde man ja mit dem ersten Level starten. In der Regel, ja. Also gibt es ja schon auch irgendwie eine Reihenfolge. Ich frag mich, ob sie es danach dann aufgeteilt haben. Bestimmt. Also. Dass du jetzt nicht direkt am Startpunkt das härteste Level hast. Irgendwie. Macht ja auch Sinn. Ja. Schreckt vielleicht auch ab. Ist denn sowas wie eine Star Road oder so? Oder auch einfach nur 15 Level? Ne, ja, das war straight forward, ist ja gut. Aber. Ich meine, wenn das wirklich gut funktioniert und du 15 Leute hast und jeder baut ein Level, dann dauert das ja eigentlich nicht lang. Ich meine, wenn jeder das stimmt schon. Irgendwie 3-4 Tage Zeit hat, dann hat er ein Level fertig. Und schon hast du, ich glaube, die größte Arbeit ist dann, das zusammenzubauen. Aber eigentlich. Ich meine, von wegen schnelle Hacks bauen. Wir hatten ja letzte Folge hier Nightmare Café. Ja. Wie schnell die nacheinander rauskamen. Ja, aber die sind ja auch wirklich super simpel, ne? Ja, die, gut, aber trotzdem. Du musst natürlich ja. den Aufbau, der von jedem einzelnen Raum dir überlegen. Ja. Aber sonst technisch wäre das super easy sein. Ja, da gibt es jetzt mittlerweile 5. 5 gibt es jetzt, ne? Ja. Das ist abgefahren. Und was für einen Zeitraum da die neuen Teile rauskamen. Ja. Eine Woche dazwischen und zack, ne? Irgendwie so gefühlt. Ja. Okay, letzter Versuch. So gerne ich die Musik auch höre. Ja, mir geht es ein bisschen zu wenig Bums. Zu ein bisschen zu wenig Geschwindigkeit. Machen wir mal. Hüpp.
Ja, sehr bedrohlich einfach, sehr bedrohlich. Ja, total. Upsi. Sind aber, der ist wirklich knapp. Das ist tight. Er zieht den Beat auch nicht ganz durch, ne? Immer diese Pausen da drin. Ja, da wusste ich nämlich auch nicht genau. Ich glaube, du kannst Full Jump durchhalten. Muss, glaube ich, ja. Ja. Hm, nicht gut. Wow, der war aber sehr weit, der Regrab. Moment. Direkt hoch. Direkt, ja. Und dann? Dann mit dem zweiten Dino direkt rechts rüber. Naja, und dann die Shell. Die Shell bleibt ja oben. Nee, ich meinte schon im nächsten Schritt. Oder nochmal Shell. Ich weiß nie, ob der nach links oder nach rechts muss. Ach so. Hier, da. Ah, falsch rum. Genau. Oh, diese Buckets fand ich ganz schlimm. Weil im Prinzip sind das ja, ist es ja eigentlich nur dieses eine freie Feld dazwischen. Ja. Aber irgendwie sieht das von der Optik, ich weiß nicht, das hat mich zerstört. Das sieht irgendwie komisch aus, ja. Ja, vor allem, wenn die Shell gleich drin liegt. Upsi. Aber das ist auch lang bis zum Checkpoint. Das schon, ja, das stimmt. Ups. Ah, gerettet. Na, nicht so gut. Shell muss schon mitnehmen. Ja, das dachte ich mir. Wieder falsch rum, ne? Ja, ja, ja. Oh, das geht ja fast auch so. Ja, aber. Der Naked muss nach links. Ja. Ja, ja, da. Da brauche ich immer eine Weile, um das zu schneiden. Ist aber auch sehr knapp auch. Nice. Diese Buckets, ich fand die schlimm. Ich kann gar nicht sagen. Ich weiß, was du meinst. Es ist ein etwas eigenwilliges Design, aber. Fast erwartet, dass sie noch jankier sind, aber. Ach, da oben konnte man stehen. Das habe ich auch erst spät geschnallt. Ja, ja. Mensch. Ah, da habe ich geflucht ein bisschen. Heute nicht mehr. Nein, Zeiten sind vorbei. Au. Ja, sobald du wartest, passt nicht mehr. Du musst einfach sofort losrennen, dann passt es. Das mag ich ja. Wenn es so gebaut ist, dann ist es gut. Ja. Obwohl es dann auch überhaupt gar kein Hindernis mehr ist. Wenn du einfach nur sofort losrennen kannst. Ups. Ja, aber es ist trotzdem besser. Als jedes Mal warten, ist halt, das ist eines der schlimmsten Sachen. Muss immerhin gucken mit dem Regrab, ne? Also ja, das stimmt schon. Das muss ich gar nicht machen. Nee, muss einfach nur rüber. Naja, ja, schon mit dem Shell Jump, aber den Knopf nicht noch drücken. Brauchst du nicht, ne? Stimmt. Bums, bums. Nice. Gut.
Aber es war schon kniffliger. Der war schon. Muss ich sagen, das war schon ein bisschen härter. Tight. Ja, schön. Möchtest du dir vielleicht mal eins aussuchen vom Levelnamen abhängig? Wir müssen jetzt nicht das nächste durchschauen auf jeden Fall. Big Deutsch, ja. Ja. Thornwood Passage von Boost. Okay, mal ein bisschen Thorn. Okay. Oder noch? Dexterity? Mhm. The Fourth Backpack? Spannender Name. Jimbo's Jungle? Das gefällt mir. Ja, willst du in den Dschungel? Ja, ich schau mal in den Dschungel. Aber ich glaube, das war das Heftigste, wenn es das ist, was ich glaube. Nee, das war cool. Rex finde ich immer gut, ne? Die magst du, ne? Ja, mag ich volle Kanne. Ah, schönes Level. Na gut, das bringt nichts. Nein. Aber du möchtest trotzdem noch den Timebox drehen, ne? Um da zu sterben. Eine Frage der Ehre. Ist ja auch wieder, wenn man einfach nur losläuft. Ja. Ah, Tatsache. Halten Sie Y und B. Dieses. Ich weiß auch nicht, warum das für mich so ein Problem ist mit diesem. Mit den blauen Blöcken zu gucken, ne? Ich hab da. Ich weiß nicht warum, aber es wird nicht besser. Okay, ja, macht Sinn. Ich meine, das hat man schon 1 Million Mal gesehen in so vielen Leveln, aber ich mag das trotzdem. Mit den Plattformen, Kombination mit Rex, finde ich immer cool. Klassisch. Das ist aber ein bisschen... Ich glaube, wenn du auch B hältst, bleibst du an der Ecke nicht hängen, direkt am Anfang. Halt mal Y und B. Am Anfang. Ich glaube, da falle ich aber zu langsam und treffe ihn nicht mehr, oder? Ja, teste mal. Ich will einfach direkt beides gedrückt halten. Ah, Tatsache. Hängen bleiben tust du trotzdem. Ich habe mit den Augen geguckt. Naja, das ist das Problem. Ja. Kennst du eigentlich den Pause-Trick mit Regrab? Ja. Ich habe ihn wieder vergessen, aber jetzt, wo du es gerade sagst, ja. Und falls ihr euch jetzt fragt, was der Pause-Trick, das wäre fies. Ja, genau. Es gibt manchmal Situationen, wo man die B-Taste nicht mehr halten kann, weil man vielleicht unter einem Mancha steht und vor dir ist eine Lücke und du musst B halten, um drüber zu springen. Das geht dann ja nicht. Kann man Pause drücken, B dann halten und dann die Pause rausnehmen. Genau, so jetzt hast du B gedrückt, ohne zu hüpfen. Geht nicht, ja. Ach Gott, genau das meine ich. Ich weiß nicht, warum ich da so Probleme habe. Musst du sofort weiter? Oder erst nochmal auf das Ding? Ah, ich glaube erst nochmal drauf. Ich glaube auch. Kein Todessound, okay. Spiel ist nicht gewohnt, dass man so schnell stirbt. Was ich hier an dem Design so komisch finde, ist diese Plattform. Man hat einfach oben dieses Gras hat man einfach einfarbig gemacht. Das hat eigentlich so ein paar unterschiedliche Grüntöne. Das Gras an der Plattform. Das ist einfach nur noch ein. Ein Ding. Warum hat man das gemacht? Also, kann ja jeder machen, wie er mag. Aber ich fand, das war eine seltsame Entscheidung. Das stimmt. Komm, zeig uns, damit wir das noch ganz sehen können. Jimbo's Jungle. Ach, der Fisch, der ist fies. Den fand ich auch. Oh, ja. Ah, Fische. Ja, Fische, auch so ein Klassiker, ne? Ja. Finde ich ja, in Ordnung. Wenn er gut eingesetzt ist, da ist er cool, finde ich. Da ist er auch an so einer guten Position. Du bist jetzt hier noch nicht 4 Stunden im Level. Das stimmt. Okay, ich habe auf gar keinen Fall nach oben gedrückt. Eher nach unten und nach rechts, aber null nach oben. Ich glaub's dir. Guck, nicht knapp genug. Und schon jetzt eigentlich easy peasy. Was, vor allem, was bleibt rum? Was ist mit dem Stein? Was ist da oben? Das finde ich ganz spannend eigentlich.
Ist da doch ein Secret Exit? Ich meine, du kannst ja jetzt einfach auf den blauen Stein und dann hochhüpfen. Stimmt. Nee, vielleicht ist es nur für Sprites irgendwas. Ah, das könnte sein. Ja, irgendwas ist da. Der Endboss. Ah, tot. Ja, Mist. Ripp. Schade. Aber auch sehr coole Musik wieder. Ja. Ich wusste nicht mehr, ob ich links oder rechts stehen muss. Verdammt. Rechts. Oh, das war, glaube ich. Ach. Easy. Ah. Sofort rüber, okay. Natürlich fies, dass er dann erst runterfällt. Mhm. Fürs Gehirn einfach ein bisschen weniger Reaktionszeit. Das war zu lang. Erster Impuls war auch auf jeden Fall. Ah ja, dann zweimal auf den und dann. Ja. Auch. Leider nein. Direkt rüber. Nice. Checkpoint. Das fand ich so doof. Also. Warum? Ja. Vor allem, wenn du ein paar Mal stirbst, machst du es ja auch ein paar Mal, dass du da an der Wein hängst und denkst immer, ja gut. Weiß nicht. Forced waiting einfach. Oh mein Gott, bin ich blöd. Ja, okay, so nicht. Eigentlich ein nettes Setup. Um es ein bisschen. Ja, irgendwie fand ich das anspruchsvoller, ne? Ja. Ein, zwei Sprünge mehr dazu. Packen. Ja. So, du kannst den Stein nicht sofort holen. Ach, Mann. Oh, das machen wir noch. Das schaffen wir noch. Das mag ich einfach nicht. Sehr schön. Was war denn hier nochmal? Kannst du die Pipe rein? Nee. Oh, der war eklig. Mhm. Muss halt um den Kaiserblock rumspringen. Den Kaiserblock rum, ja. Ja, aber es war gar nicht so simpel. Na, ist schon eine ordentliche Höhe. Muss schon gut. Gut erwischen. Der ist hier super fair. Ach, ich Idiot. Da noch. Ja. Ah, okay. Träumig. Nee. Sehr gut. Schön. Nice, aber gefällt mir auch. Sehr klassisches Level irgendwie. Sieht man so häufig mit den Rexen, aber irgendwie ist das immer cool, finde ich. Ja, das ist immer cool. Die machen immer Bock. Ja. Sehr schön. Nicer Hack. Ja, lohnt sich reinzugucken. Für jeden, egal wie gut oder erfahren ihr seid, lohnt sich reinzugucken. Testet ein paar Level an. Vielleicht schafft ihr das ein oder andere. Vielleicht seid ihr auch krass und spielt alle fertig. Auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. So krass wie du, willst du damit sagen, ne? So ein bisschen hier, ein bisschen flex. Ja, voll, seid ihr so krass. Wie Densen. Ich weiß nicht, ob ihr jemals so krass werden würdet. Man weiß es nicht. Aber ihr werdet bestimmt so krass, wenn ihr weiterhin Kai So geht das schaut und außerdem vielleicht noch im Rocket Bean Supporters Club vorbeischaut. Ja, dann seid ihr richtig krass. Dann also richtig krass. Ja, dann könnt ihr uns so unterstützen, noch weiterzumachen. Aber für heute soll es das schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Für eine neue Folge. So ist es. Bis dahin. Tschüss.